Hallo und herzlich willkommen zu Disneyland Adventures. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist ein trauriges Kapitel von Disneyland Adventures aufgeschlagen worden, denn wir werden definitiv heute die letzte Folge absolvieren. Heißt, wir werden heute, ich vermute mal und ich meine mich zu erinnern, wir haben nur noch einen Themenbereich und zwar Adventureland. Da suchen wir jetzt nach dieser Attraktion, die wir noch nicht gefahren sind, ne? Sei es mit Kapitel oder ohne Kapitel. Wir gucken da einfach mal nach und vielleicht finden wir ja hier noch das ein oder andere Secret. Aber ansonsten ist es das leider gewesen. Disneyland Adventures hat mir ultra viel Freude bereitet, hat mir super viel Spaß gemacht, hat Kindheitserinnerungen hervorgerufen. Und ja, ansonsten versuchen wir natürlich heute einen würdigen Abschluss zu finden mit einer sensationellen Attraktion, wie es alle waren. Es waren wirklich alles super tolle Attraktionen, außer das erste Kapitel von Pirates of the Caribbean. Das war nicht so toll. Also, es war toll, aber die Steuerung war nicht so sensationell. Okay, da müssen wir auf keinen Fall hin. Die Steuerung war ultra übel. Zweite Kapitel hat wieder rausgerissen. Aber hier haben wir nichts, oder? Bagheera kann die Bäume sicher am schnellsten hochklettern. Hast du recht? Was sind das hier für Hinweise? 5.30 Uhr, go home. Okay, 5.30 Uhr, müssen wir fair machen? Ja, haben wir nicht. Hallo Balu, Hallöchen. So, wir haben hier Jungle Cruise. Okay, es wird kein würdiger Abschluss werden, weil wir finden hier keine Attraktion, die wir fahren können. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Wir schauen mal auf der Parkkarte nach, was wir bereits erledigt haben. Also, Tomorrowland sind wir alles gefahren. Hoffe ich einfach mal. Fantasyland, hoffe ich auch, dass wir alles gefahren sind. Mickey's Toontown auch. Frontierland, ja. Critter Country. Wir gucken da nochmal nach, weil ich habe jetzt gerade tatsächlich nichts gefunden. Und ich hoffe einfach mal, dass wir als würdigen Abschluss irgendwie noch eine Attraktion finden, die wir fahren können. Ansonsten habe ich... Heute bringt mich nichts auf die Palme. Okay. Ansonsten habe ich eventuell noch Plan B spontan aus der Tasche gezaubert. Dann werden wir, sollten wir jetzt wirklich keine Attraktion mehr finden, werden wir natürlich, denke ich mal, weil das wirklich großartig war, das Feuerwerk noch einmal starten. Als Abschlussfeuerwerk ist das, glaube ich, ganz okay. Aber ansonsten, ich sehe hier tatsächlich keine Attraktion mit... Ich habe einen Sheriff-Stern gesammelt, noch nebenbei. Ja klar, man kennt es, ne? Man sammelt halt die Sheriff-Sterne nebenbei. Wir haben hier Winnie the Pooh, sind wir mehrmals gefahren. Alles tolle Attraktion, alles tolle Attraktion. Nur, ich finde hier jetzt... Warte mal, was hatten wir hier? Splash Mountain hatten wir auch schon erfolgreich absolviert. Einmal, zweimal, dreimal? Ja, zweimal, glaube ich. Zweimal war es. Die Mickey Maus hatten wir schon bereits gefunden. Tigger hüpft freudig auf seinem Schwanz, wie man ihn kennt. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr. Okay, meine Freunde, Damen und Herren, wir haben das Spiel theoretisch durchgespielt. Ja, man kann jetzt sagen, pass auf, du musst alle Sammelobjekte, ne, suchen. Du musst all diese immer x von 10 suchen. Aber das werden wir nicht machen. Ich würde gerne als allerletztes zum Abschluss nochmal so ein Feuerwerk starten. Ne? Das ist ja meistens so in den Disney-Parks, dass zum Abschluss des erfolgreichen Tages, des schönen Tages, dann nochmal so ein riesen Show veranstaltet wird. Meistens am Disney-Schloss, wo dann halt so eine Projektion ist. Haben wir ja auch im Stream geguckt. Und dann mit einem riesen Feuerwerk. Und das würde ich gerne heute nochmal machen, sofern ich es finde. Das ist ja selbstverständlich. Hier haben wir noch einen Sheriff-Stern. Und ansonsten, ich halte natürlich immer noch so ein bisschen Augen offen. Bei hier die... Bitte. Die Parade. Naja, Parade war auch toll. Gar keine Frage. Aber ich würde gerne, ich habe mir jetzt vorgenommen, das Feuerwerk zu starten. Nur das Feuerwerk, ich habe keine Ahnung. Das war hier irgendwo auf der Main Street. Aber auf der Main Street, die ist relativ groß, weitläufig und da finde ich, Daffy den Bär. Ich kann den tatsächlich nicht zuordnen, zu welcher Attraktion, beziehungsweise welchem Film der überhaupt passt. Da ist es. Da haben wir doch. Das Feuerwerk. Guck mal hier. Firework. Spektakulär. Meine Damen und Herren, mit diesen Bildern. Wir sind ja noch dabei. Na, wir müssen hier auf jeden Fall noch was reißen. Wir werden jetzt nochmal richtig Gas geben.
Wir werden hier zum Abschluss ja die ein oder andere Wunderkerze zünden. Okay, wir hatten hier schon 5 Sterne. Ja, komm. Wir machen es einfach. Ne? Einfach nochmal, weil es einfach so schön war. In der Welt von Spaß und Magie. Heute Abend bist du ein Imagineer und inszenierst ein tolles Feuerwerk. Wer Disney Plus hat, muss sich die Serie angucken. Imagineers. Sehr, sehr geil. Sehr informativ. Jawohl. Und los geht es. Guck mal hier. Ba-da-da-da-da. Super, super Aiming. Wuhu. Jawohl. Oh. Habe ich gekriegt. Oh, die Musik. Oh, guck mal hier. 8 von 10. Oh. Habe ich vergeigt. Und. Jawohl. Ich bin voller Euphorie gerade. Ich konzentriere mich tatsächlich nicht so ganz auf das Feuerwerk, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Weil ich so ein lachendes und tränendes Auge habe. Was war das? Ah, guck mal, schön. Das ruckelt auch ein bisschen, also im Sinne von mit dem Auswählen unten. Drücke X, neues Feuerwerk. Freunde, jetzt geht es rund. Ach so, da war ja noch eine. Oh, hast du gesehen? Das war ein Curveball, Curvefeuerwerk. Hä? Also das Zielen ist jetzt gerade, naja, eher bescheiden. Du kannst... Okay. Jawohl, 10 von 10 Geheimnissen haben wir. Okay. Freunde? Oh ja. Okay. Da haben wir noch Donald, Goofy. Oh, jetzt geht rund hier. Oh, hast du gesehen? Like a star. Okay, neues Feuerwerk. Jetzt geht rund. Jetzt haben wir hier. Guck mal. Oh, schön. Uhu. Oh ja. Und gleich kommt Le Grand, der Final. Oh ja. Okay. Jetzt müssen wir hier ein paar reinballern. Alter. Ich weiß nicht, aber irgendwie hatte ich das so ein Gefühl, dass man vorher besser ziehen konnte. Das ist so, als wenn du bei Planet Zoo oder Planet Coaster zum Beispiel die Winkelausrichtung hast. Oh, jetzt geht rund. Jetzt hier. Spammen! Uhu! Sehr schön. Wir haben alle Geheimnisse auch noch. Eine fabelhafte Show. Dankeschön. Wir sehen dich sicher bald wieder. Bei Imagineers. Oh yeah. $31.500 haben wir noch kassiert. Und wir haben zum allerersten Mal, last but not least, doch eigentlich the last, haben wir sogar das Platin-Abzeichen bekommen. Sehr geil. Nein, ich will nicht nochmal. Nein, 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 nein. Bitte, es war schön. Es war schön. Zurück zum Park. Danke. Ja, bestätigen. Ja, Kreditkartennummer. Ja, habe ich auch. Alles habe ich ja da. So, Freunde. Es fällt mir ein bisschen schwer tatsächlich, jetzt einfach zu sagen, das war's mit dem Spiel, weil ich hatte super, super, super viel Spaß, hatte wirklich tolle Kindheitserinnerungen.
Es hat ein Flair wirklich rübergebracht vom Freizeitpark. Ist kein Witz. Ich hatte wirklich teilweise das Gefühl, dass ich im Freizeitpark bin. Ne? Von der Atmosphäre, von der Stimmung, von dem Sound und alles. Es war super genial. Ist ein älteres Spiel. Hey, ja. Dafür brauchen wir unseren Zauberstab. Aber der ging mir so auf den Keks, ne? Wir haben einen Zauberstab. Hol deinen Zauberstab mal raus, weil ich will deinen Zauberstab mal sehen. Oh mein Gott, ich möchte unbedingt dein... Ja, ja. So, es gibt hier so viel zu tun, so viel zu machen. Also hier diese ganze Sammelquest zum Beispiel, ne, die dir halt nicht angezeigt werden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du nicht die Attraktionen... Also mit den Kapiteln fand ich super. Ne, also nicht falsch verstehen, das fand ich super, weil das halt abwechslungsreich war. Aber ich hätte mir auch gewünscht, diese Attraktion zum Beispiel einzeln zu fahren oder ohne Kapitel, dass man die komplette Attraktion on-ride-mäßig da rumfährt. Oder die anderen Attraktionen, die hier vorhanden sind. Einfach on-ride-mäßig, ne? Es waren drei, vier oder was Attraktionen, die man so fahren konnte. Ansonsten, ja. Warte mal. Space Mountain sind wir gefahren. Ja, okay. Ich war jetzt gerade am Überlegen, aber sind wir auch gefahren. Nein, ein wirklich empfehlenswertes Spiel. Ich bin froh, das gespielt zu haben. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Neues Kapitel wird aufgeschlagen in Form eines neuen Spiels. Muss ich mal gucken, welches. Bin jetzt total unvorbereitet, weiß ich noch nicht. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du das Spiel hast und was du von diesem Spiel hältst. Oder beziehungsweise, wenn du das Spiel nicht hast, was du vom Let's Play gehalten hast, in Form von, wie ist das Spiel rübergekommen? Wie sind die Attraktionen, der ganze Parkflair und alles rübergekommen? Würde mich mal super interessieren. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ist ja eine extrem kurze Folge diesmal. Warte. Tschö. Jetzt haben wir 12 Minuten voll. Tschö.